Hey, ich bin Veronika von Move 36. Wie wird euer Abiball perfekt? Wir hören uns mal nach Tipps und Erfahrungen um. Was habt ihr unternommen, um den Abiball zu finanzieren? Ja, wir haben eine Stufenparty veranstaltet und Kuchen und so weiter in der Schule verkauft. Wir hatten das von der Schule aus so gemacht, dass jeder dann für die Karte allgemein Geld bezahlt. Also jeder, der kommen wollte, konnte so viele Karten bezahlen. Ich weiß gar nicht mehr, wie teuer das war. Ich glaube 15 Euro. Eigentlich gar nichts groß. Wir haben tatsächlich nur eine kleine Grillparty gemacht bei uns an der Grillhütte auf dem Sportplatz. Also wir waren ganz minimalistisch. Wir haben Abi-Feiern gehabt bei uns. Also Abi-Feiern veranstaltet von der Schule aus und damit Geld gesammelt. Eintrittsgelder und Getränke verkauft. Also ich glaube, wir haben so verschiedene Abi-Partys gemacht damals. Und darüber haben wir das meiste Geld eingenommen. Und dann hatten wir immer so Aktionen, wo wir quasi Sachen verkauft haben und Einnahmen gemacht haben. Und so Festivitäten an der Schule und sowas. Gab es Schwierigkeiten bei der Organisation? Soweit ich weiß nicht. Eigentlich nicht, weil die Lehrer das übernommen haben. Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten irgendwie so ein Team aus 10 Leuten. Und das ist irgendwie immer drunter und drüber gegangen. Und da waren sich irgendwie alle nicht so wirklich einig. Und ja, da gab es auf jeden Fall Schwierigkeiten. Was fandest du war das Beste am Abiball? Ich fand den insgesamt gut. Also die Location war gut. Ja, und die Angebote, die es da gab bezüglich Essen und Trinken. Dass eigentlich alle sich hübsch, also zurecht gemacht haben und man dann zusammen tanzen konnte. Die selbstgemachten Shows von den Schülern, also definitiv das Lehrertheater. Ich glaube, das war einfach, dass man alle zusammen nochmal so gefeiert hat und so einen gemeinsamen Abschluss irgendwie hatte. Und man hat sich total gefreut, dass man mit allen gemeinsam nochmal richtig was getrunken hat und so. Und danach geht es ja eigentlich in die weite Welt so. Was würdest du den nachfolgenden Abi-Jahrgängen für Tipps geben? Ja, dass sie sich am besten gut Geld einholen und sich auch die passende Location und so weiter aussuchen. Einigt euch. Also sprecht miteinander, werdet euch einig über das, was ihr machen wollt. Redet miteinander, ich glaube, das ist das Wichtigste. Auf jeden Fall gute Musik und ja, dass die Eltern irgendwie alle mitkommen können. Bei uns gab es irgendwie das Problem, dass nicht alle mitkommen konnten, weil es irgendwie für die Eltern immer nur 2 Karten gab. Und bei Geschiedenen und so war das dann immer irgendwie schwierig, alle mitzubringen. Und ja, genau, sonst nö. Schick anziehen. Die Planung ist wichtig, darüber sind sich die meisten einig. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, geht auf move36.de.